Also die Idee ist natürlich, die dahinter steckt, auch durchaus, dass man es möglichst aus dem Kopf macht. Ja. Denn man soll ja gerade so sein Wissen so festigen. Ja. Okay. Dann versuche ich das mal an einem Mittel. Okay. Dieses Mittel ist sehr ruhelos. Bessert sich durch Bewegung, hat den Drang, sich ständig zu bewegen. Typischerweise bekommt sehr schnell einen Hexenschuss oder ist ein Verletzungsmittel eigentlich. Ja. Dafür kann man es häufig gebrauchen oder auch ein Mittel bei Hautausschlägen. Die Sachen bessern sich im Allgemeinen durch Wärme. Und die Sache mit der Bewegung, da geht es darum, typischerweise am Anfang der Bewegung hat der Patient Schmerzen, aber wenn er sich dann weiter bewegt, dann geht es eben langsam aber sicher besser und er kann eigentlich dann ganz gut herumlaufen, aber immer wenn er sich dann hier wieder hinsetzen muss, dann wieder der Anfang der Bewegung, der fällt wieder sehr schwer. In der Ruhe tut es ihm gar nicht gut, also ganz schlimm ist es dann zum Beispiel nachts, muss er sich ständig hin und her wälzen. Typisch sind Blähchenausschläge, die sich durch Wärmeanwendung bessern. Das ist ein großes Mittel, zum Beispiel auch bei Herpes Zoster. Ja, das würde mir jetzt so das, was mir dazu eingefallen ist.